Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir basteln uns heute gemeinsam einen süßen Weihnachtsschmuck aus Fimo und Zernit. Wir verwenden dafür die Cute Clay Technik, also seid gespannt. Da wir heute reichlich Farbe verwenden und andere Dinge benötigen, dachte ich mir, ich mache eine Art Liste mit Dingen, die ihr unbedingt benötigt für dieses Projekt. Bitte seid nicht abgeschreckt davon und zieh dir erst das Video an, du wirst sehen, es ist gar nicht so wild. Aus den vier Farben zaubern wir uns mit einem Extruder feine Spaghetti. Ich erspare euch jetzt aber die ganze Arbeit und wir rollen aus Fimo-Resten eine schöne glatte Fläche zurecht. Etwas Maisstärke schadet nie, damit nichts anklebt und du bekommst es mit einem Pinsel jederzeit wieder ab, keine Sorge. Für den Fun Factor habe ich mir einen Becher geschnappt und unsere Spaghetti reingegeben. Kurz ein wenig geschüttelt und dann mit Essstäbchen verteilt. Geht natürlich auch mit der Hand, ist dann aber weniger lustig. Wenn du das Gefühl hast, alle Farben sind überall gut verteilt, kannst du schon mal ausrollen, aber nicht glatt, sondern nur so, dass es hält. Wir zupfen uns jetzt Blattgold zurecht und verteilen es auf unserem Spaghetti-Unfall. So, und jetzt kannst du es vollständig glatt rollen. Jetzt benötigen wir Silkscreens mit Weihnachtsmotiven und schwarze Acrylfarbe. Aber vorher möchte ich euch noch ganz kurz den Unterschied zur weißer Farbe zeigen, damit ihr versteht, wieso ich hier dunkle Farbe verwende. Ja, und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die weiße Farbe geht einfach unter. Und jetzt kommt der Unterschied mit der schwarzen Farbe. Gleich wirst du sehen, was ich meine. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vielen Dank. Für die zweite Seite benötige ich in diesem Fall keine extra Farbe mehr. Es ist ausreichend, mit diesem Rest jetzt das Ganze zu machen. gedruckte Ausstecher sind manchmal ein bisschen tricky und machen manchmal nicht, was sie sollen. Am besten ein bisschen mit Maisstärke einpinseln oder auf eine Fläche mit Maisstärke geben und dann erst ausstechen. Hilft, damit es nicht so klebt. Ich bohre mir die Löcher meist mit einem Zahnstocher vor. Du kannst aber auch spezielle Tools dafür nehmen, da gibt es extra Tools. Oder du bohrst so wie ich im Nachgang dann einfach nochmal nach, damit sie schön rund sind. Bitte verschwendet nichts, ihr könnt mit dem Rest genauso nochmal anfangen. Ich mache das hier und zeige euch jetzt, wie ich mit den Resten vorgehe. Es bleibt natürlich derselbe Prozess, wir rollen es flach aus, geben etwas Maisstärke auf die Oberfläche, wischen den Rest beiseite und wir schnappen uns ein neues Muster, damit etwas Abwechslung herrscht, geben wieder schwarze Acrylfarbe darauf und verwischen es wieder mit einer Spachtel.
Du kannst jedes beliebige Muster nehmen. Es muss nicht unbedingt weihnachtlich sein. Es muss kein Christbaum sein oder ein Schneemann. Du siehst, du kannst ja auch Ornamente nehmen oder Häuser. So, ich war hier wieder ein wenig wählerisch und habe hier wieder aussortiert. Das heißt, wir haben nochmal einen Resteball, der gehörig groß ist. Den wälzen wir natürlich nochmal aus. Gold verleiht dem Ganzen einfach ein wenig Glanz und ich mag das zur Weihnachtszeit sehr. Daher kommt hier noch ein wenig Blattgold wieder dazu. War einfach schon zu wenig drinnen. Ihr kennt es bereits, neues Muster, neuer Silkscreen. Oh, wieder ein bisschen Farbe drauf, verwischen, gut verstreichen in alle Ecken, Kanten. Macht das ruhig mehrere Male. Und man kann ja auch kurz aufheben und schauen, ob es geklappt hat. So mache ich immer. Oh, und schon sind die Weihnachtskugeln da. Weiter geht's mit dem Ausstechen. Mit einer Nagelfeile kannst du das Ganze nach dem Backen noch ein wenig glatt schleifen. Manchmal ist es ja durchs Ausstechen noch ein bisschen angefranst und das kann man mit einer Nagelfeile ganz gut wegbringen. Achte darauf, dass das Fimo wirklich kühl sein muss, also es muss ausgekühlt sein und darf nicht mehr warm sein. Und nachdem bei mir Fimo Liquid in Gold schon längere Zeit herumliegt und keine Verwendung findet, dachte ich mir, das wäre ja perfekt für Ornamente, ne? Und somit habe ich einfach alles mit Fimo Liquid aufgefüllt. Das ist natürlich kein Muss, aber es sieht ganz gut aus. Denk dran, das Ganze muss dann nochmal in den Ofen. Und es macht dem Fimo nichts, wenn es mehrere Male in den Ofen kommt. Das ist überhaupt kein Thema. Also das Ganze nochmal 20 Minuten bei 130 Grad schadet dem Fimo nicht. Ganz im Gegenteil. Und die Vorderseite kannst du dann, wenn es ausgekühlt ist, mit einem Glanzlack bestreichen. Ohrstecker halten übrigens auch super im Fimo Liquid, daher noch in das noch nicht gebackene Fimo Liquid einfach reinstecken und dann ab in den Ofen damit. Wenn dann alles ausgekühlt ist, kommt der Fimo Glanzlack auf der Vorderseite dran. Damit das Ganze ein bisschen weihnachtlicher wird, kommen jetzt noch süße kleine Schleifchen in Schwarzgold und hellrosa Silber dran. Ich verwende dafür dünnes Geschenksband und mache immer gleich drei nach der Reihe. Mit einem Sekundenkleber oder einer Heißklebepistole kannst du die Schleifchen dann an deinen Ornamenten anbringen. Jetzt bringen wir noch unsere goldenen Biegeringe an, damit wir später unser samtiges Geschenksband durchfädeln können. Ich verwende schwarzes und rotes Samtgeschenksband. Es ist ein wenig dicker, passt aber noch gut durch den Biegelring. Und nun sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Slowly losing my mind over you.
smoke them like drugs. You like seeing me hurt, but I bet you ain't.